So, mich hat jetzt ein bisschen der Hunger gepackt und deshalb bin ich jetzt bei Brez zum Gaumenschmaus. Und bei mir ist jetzt die Besitzerin, die Petra. Grüß dich, Petra. Servus. Also wie ist es? Euch kennt man ja eigentlich vom Mandelstern bisher. Nach so ein paar Jahren hat man dann einfach keine Lust mehr auf was Süßes? Süß. Jetzt haben wir uns mal gedacht, jetzt gehen wir mal was Deftiges, so wie man es auf der Wiesn heute kennt, nach dem Bier, dass man was hat im Morgen oder vorher schon. Eine Gaumenschmaussemmel, also darunter kann ich mir jetzt gar nichts vorstellen. Was ist das genau? Eine Gaumenschmaussemmel ist ein gereicherter Holzgrat, gepökelt also, wie man sagt, mit einem schönen Krautsalat, ein Dressing dazu, mit Garnitur, Tomaten, ein bisschen Schnittlauch drauf und dann schmeckt's. Also am liebsten werde ich mal zuschauen, wie sowas gemacht wird. Darf ich mit reinkommen? Ja, freilich, gern. Gehen wir rein. So, jetzt bereiten wir hier eine echte Gaumenschmaussemmel vor. Robert, darf ich dir ein bisschen helfen? Gerne. Gut, wie fangen wir jetzt an? Wir fangen mit der Semmel an. Unsere selbst kreierte Soße mit Kräutern. Dann ein Blatt Salat, eine Scheibe Kassler. Dann darfst du mir mit dem Salat, mit dem Krautsalat helfen. Gut, also du sagst Stopp. Wie viel, gell? Ein bisschen mehr. Dann ein paar Tomaten. Ja, sehr schön. Und einen kleinen Löffel Kräuter. So, dann ist die fertig und wir legen die hier auf die warme Theke für unsere Verkäuferin. Dann lasse ich es mir jetzt erstmal schmecken und wir sehen uns gleich.